Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder ein paar Whiskys mitgebracht aus unserem Shop. Und zwar meine Lieblingswhiskys unter 40 Euro. Ich habe ja letztes Mal schon meine Lieblingswhiskys vorgestellt und die waren ja, ziemlich teuer. Ja, die teuren Whiskys sind tendenziell auch die besseren Whiskys. Da kann man einfach viel mehr mit spielen und viel interessantere Abfüllungen mitmachen. Aber es gibt auch in den unteren Preisrängen ja, echt gute Whiskys. Und was beim letzten Mal meinen 5 Lieblingswhiskys gefehlt hat, war der Rye. Also es waren ja die Extreme alle vorhanden, aber ein richtig würziger Rye hat gefehlt. Und den habe ich extra hier mit reingenommen, weil den würde ich auch eigentlich zu meinen anderen Lieblingswhiskys zählen. Aber er passt besser hier rein, weil er nicht so teuer ist. Und zwar ist das der 1776 Rye. Dieses Jahr ist wohl die Cask Strength Variante. Und der ist ein Rye. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie hoch der Prozentanteil ist in der Mash Bill. Aber der ist irgendwo sehr, sehr hoch. Ich glaube, es war 90%. Und so schmeckt er auch. Er ist richtig, richtig, richtig würzig. Also ich finde ihn richtig klasse und deswegen kommt er in meine Kategorie der 5 Lieblingswhiskys über 40 Euro. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, Rye trinke ich gar nicht so häufig. Ich trinke ihn hin und wieder extrem gerne, aber gar nicht so häufig, weil er einfach, er ist so intensiv, dass er auch schon fast anstrengend ist. Als nächstes habe ich hier so einen, der ist mein Lieblingswhisky, weil er einfach so schön locker und fruchtig ist. Also es ist ein Glenmorangie The Original, also der steht da 10, steht schon noch drauf, oder? Haben sie es runtergestrichen? Ja, Age 10 Years. Und es ist ein Whisky, der ist auf einer sehr, sehr hohen Brennblase gebrannt worden. Sehr, sehr schön hat sich der Alkohol getrennt, also ein sehr, sehr feines Destillat. Die Brennblase war früher mal als Gin-Brennblase gedacht und deswegen hat man einen sehr, sehr feinen Brand und der hat wirklich tolle Nuancen von Ananas und relativ frischen Früchten. Also nur eine Bourbon-Fasslagerung, also im Grunde ein richtig toller Highland Whisky und ein stolzer Preis dabei. Dann habe ich hier einen Vertreter aus dem Hause Glenfarclas. Der hier ist schon ein bisschen älter und in ihm schwimmen auch Korken drin rum und das hat einen ganz besonderen Geschmack. Also der ist ein Stückchen schwerer und korkiger. Oder nicht korkiger, aber irgendwo ein bisschen also ein gewisses Ogu. Aber ich kenne auch den normalen. Der normale ist auch richtig gut und der Glenfarclas 105 ist ein Cask Strength Whisky mit genau 60% Volumen. Und es ist ein Cask Strength Whisky, da ist nicht irgendwo gepanscht mit Wasser. Und das machen die so, dass sie verschiedene Fässer zusammenfüllen. Extrem schwierig, dann auch noch das Geschmacksprofil richtig hinzukriegen. 10 Jahre, 105 britische Proof, 60 Volumenprozent. Und das alles noch richtig schön mit richtig viel Sherryfass dahinter. Ein klasse Whisky. Also den genießt man immer wieder gerne. Und mit den 60% kann man auch immer noch ein bisschen spielen. Ich habe ihn aber jetzt schon länger nicht mehr aufgehabt, muss ich echt gestehen. Ich packe ihn nicht so gern aus, weil halt Korken drin rumschwimmen. Aber ich selbst bin wieder nicht zu schön und trinke den auch noch ein bisschen weiter. Er ist auch schon ziemlich alt. Ich wette, er hat sich auch ganz schön viel verändert. Aber er ist immer noch ein wahnsinnig schöner, toller Sherry-Whisky. Dann kommen wir zum nächsten. Ich habe heute 2 aus dem Hause Louis Vuitton Moët Hennessy. Und alle verschreien immer Louis Vuitton Moët Hennessy. Ah, Ardbeg, Glenmorangie, so teuer. Ja, aber die Standardflaschen von denen gehen eigentlich. Also die sind nicht so teuer. Und der Ardbeg 10 ist einer meiner Lieblinge, weil er einfach dieses, man schmeckt einfach, dass ein Ardbeg drin ist. Und tendenziell verbinde ich es aber auch mit so vielen tollen Erinnerungen an Ardbeg. Man muss echt Ardbeg lassen, bei denen
stimmt auch das Marketing. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und es nicht vollständig ablehnt, gibt es ja Leute, die lehnen es einfach nur ab, so, ah, ich mag nur meinen Geschmack und überhaupt nicht dieses Drumherum. Wenn man dieses Drumherum so ein bisschen mitbekommt, weiß man, ich verbinde einfach so viel mit Artback, dass auch wenn man diese Whisky, wenn man dieses Gläschen probiert, da schmecken auch so viele Erinnerungen mit. Und deswegen liebe ich ihn. Es ist ein wunderschön rauchiger Islay Südküstler, 10 Jahre alt, klasse Whisky. Richtig klasse Whisky und kann ich nur empfehlen. Auch deswegen einer meiner Lieblingswhisky unter 40 Euro. Und als letztes habe ich den Maker's Mark Red Seal. Ja, es ist ein, ich glaube, der wird sogar unter 20 Euro, er ist um die 20 Euro ist er rum. Also einer der richtig preiswerten Whiskys, aber er ist mit einem hohen Qualitätsstandard gemacht. Also bei Maker's Mark achtet man wirklich in jedem Schritt darauf, dass man einen leichten, easy sipping American Kentucky Straight Bourbon herstellt. Das geht vom etwas gröberen Mahlen des Maises über bei der Fermentation, wo man darauf achtet, dass keine schweren Geschmäcker entstehen, wo sie sogar noch Hopfen hinzufügen, dass nichts umkippen kann. Und geht dann weiter über in der Destillation, die sehr, sehr fein ist. Und am Ende noch in ihrer Fassauswahl, da die Fässer alle vorher, ich glaube, 9 Monate oder 6 Monate, 6 Monate war es, das Holz muss 6 Monate lang nach dem Schnitt getrocknet werden, damit die Tannine entweichen können und damit der Maker's Mark Whisky keine bitteren Substanzen bekommt. Also die achten in jedem Schritt darauf, dass sie einen leichten, easy sipping Whisky produzieren und das hat man dann auch im Glas. Also man merkt ganz genau, wenn man ein Gläschen Maker's Mark drin hat, dann hat man einen leichten, süßen, netten Forward Tasting, sagen sie bei Maker's Mark Whisky im Mund. Also ein echt toller Whisky für den kleinen Geldbeutel. Also wenn man irgendwo mal anfangen will mit Kentucky Straight Bourbon, kann ich euch empfehlen, fangt mit dem Maker's Mark Whisky an. Deswegen auch einer meiner Lieblingswhiskys. Sollte man schon daheim haben, falls irgendjemand fragt, ach, wie schmeckt eigentlich amerikanischer Bourbon. Das ist so das Sinnbild eines leichten, netten, süßen amerikanischen Bourbons. Ja. Das waren meine 5 Lieblingswhiskys unter 40 Euro. Schaut einfach mal im Shop vorbei, da sind sie meist zu 99% alle verfügbar. Guckt mal nach, vielleicht ist auch einer für euch mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.